Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, hat die Seuche deren quasi ihren letzten Job erledigt. Sie hat mir die Teile hier für meine Form gefräst und ich wollte euch eigentlich nur mal eben nach knapp schon wieder 3 Wochen, die ich euch habe warten lassen, mit dem nächsten Video ein kleines Update geben. Nein, ich bin nicht in der Versenkung verschwunden. Ich hatte zwischenzeitlich eine Dienstreise für meinen Arbeitgeber hinter mir und ja, wie ihr seht, geht das hier jetzt weiter mit der Form. Morgen soll gegossen werden, wenn das alles nach Plan verläuft. Ich habe hier noch eine Menge zu tun. Wie gesagt, deswegen nur mal kurz ein Update. Die Stahlteile, die waren mittlerweile alle fertig und sind bei mir eingetroffen. Ich habe jetzt hier gerade angefangen, die ganzen Gewindeanker M6 in die Verschalung einzubauen. Also das ist im Grunde genommen nur hier so eine Verlängerungsmutter, eine Karosseriescheibe und eine kleine M6 Schlüsselschraube, das Ganze zusammengedreht, Schlüssel ran, Knarre ran, einmal festgezogen, fertig. Ja, davor muss ich noch eine ganze Menge basteln. Wie gesagt, die kommen überall in die Verschalung rein, wo ich später dann M6 Gewinde brauche. Auch hier vorne in die Stirnseite kommen noch ein paar Sachen rein, wo dann halt der Servo befestigt wird und so weiter und so fort. Ja, hier seht ihr jetzt die Lager für die Kugelumlaufspindeln, einmal hier fürs Fest- und fürs Loslager. Das hier sind die Lager für die Linearführung. Dann haben wir hier hinten die Rohre. Da gehen dann später die M16 Gewindestangen in das Bettlager. Der Turm, der wird hier auf dieser Platte stehen, später. Und ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte euch nur mal ein kurzes Update geben, bevor es dann das lange Video vom Guss geben wird. Und ich würde sagen, ich blende euch jetzt noch ein paar Fotos ein, bis zu diesem Bauabschnitt. Oder vielleicht mache ich jetzt auch gleich noch ein paar, die ich dann hinterher noch einblende. Und ich würde sagen, tschüss, wir sehen uns im nächsten Video, dann auch definitiv mal wieder etwas länger.